Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Hurra! 4 Jahre Jamaika. 4 Parteien für Besserverdiener. Team Osten keine Sau kennen. Das wird ein Spaß. Hier meine Prognose. Kurz vor Weihnachten einigen sich Grüne und CSU endlich auf eine Obergrenze. Und zwar liegt die bei genau 1,90 Meter pro Flüchtling. Mehr geht einfach nicht. Im Januar beschließt Jamaika tatsächlich das Ende des Verbrennungsmotors. Zum Abschied gibt es nochmal eine Sonderauflage des beliebten Saugdiesels der Euronorm 0 in einer limitierten Edition von 60 Millionen Stück. Die Grünen fordern außerdem den Ausstieg aus der Kernfamilie bis spätestens 2020. Außerdem soll die Ehe für alle auf sämtliche Säugetiere erweitert werden, aber nur wenn diese freiwillig mitmachen und vorher duschen. Der Tod auf Verlangen ist in der Koalition weiter strittig. Während die Grünen meinen, der Sterbende soll selbst über sein Ende entscheiden, fordert die CSU eine Abstimmung im Familienkreis. Kurz gesagt, lauter geile Ideen. Und auch ein Jamaika-Kabinett zeichnet sich bereits ab. Hier die Highlights. Wegen ihrer 8. Schwangerschaft wechselt Flinten-Uschi von der Leyen vom Verteidigungsministerium ins Kanzleramt. Und zwar als Kammerzofe von Angela Merkel. An der Spitze der Bundeswehr folgt ihr der langhaarige Sanitätsgefreite Anton Hofreiter. Die 1. Panzerdivision aus Oldenburg desertiert im November nach Holland. Wolfgang Kubicki bekommt das neu gegründete Ministerium für Selbstbräuner, Hochprozentiges und geile Weiber. Karl Theodor zu Guttenberg ist als Wissenschaftsminister gesetzt. Bis herauskommt, dass er seine Geburtsurkunde gefälscht hat. Sein richtiger Name lautet Klaus Bärbel zu Guttenberg, der Reichsbaron von Mogel. Ach ja, Ministerin für Umwelt- und Reaktorsicherheit wird natürlich Sophia Tomalla, logisch. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Cem Özdemir kriegt das Auswärtige Amt. Wie lustig ist das denn? Die Leute, die wegen Überfremdungsangst AfD gewählt haben, kriegen zur Belohnung einen türkischstämmigen Außenminister. Das beweist, es gibt doch einen Gott. Beziehungsweise Allahu Akbar, Kameraden. Weitermachen. Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Wischmeyer, meine Damen und Herren.